Hallo Freunde, ich melde mich wieder hier zu Wort. Und diesmal ist das Thema halt brisant und wie ich finde auch ein bundesweiter Skandal. Es geht hier wirklich um einen Skandal. Eine junge Mutter stellt eine Vermisstenanzeige hinein in Facebook, da ihre junge Tochter halt vermisst wird, ne? Also ein 14-jähriges Mädchen. Und ja, 1000 Leute teilen das, also die Mutter sagt auch kräftig teilen, ne? So, und Facebook löscht diese Vermisstenanzeige, ja? Und zwar auch von der Seite ihrer eigenen Mutter. Die gehen einfach hin und sperren das. Dann frage ich mich doch, was das soll, ja, und es fällt angeblich unter die Gesetze von Heiko Maas, ja. Also diese Gesetze bedeuten Hassrede, ja, und es war keine einzige Hassrede. Halt, alle, die das geteilt haben, haben ihr Bundesland darunter geschrieben, geteilt in Nordrhein-Westfalen, geteilt im Saarland, geteilt in Bayern, ja. Und dieses Video wurde halt gelöscht, ne. Und da frage ich mich, was geht da ab, Leute? Warum zensieren die das? Versteht ihr? Es war keinerlei Hassrede. Im Grunde ist Heiko Maas Gesetz doch nur gemacht, dass die Bürger total eingeschränkt sind in ihrer Meinungsfreiheit und sogar einen Vermisstenfall zu canceln, ja? Also das ist ja wohl das Letzte. Und da muss ich auch sagen, Facebook, ihr seid das allerletzte in meinen Augen, so einen Kommentar zu sperren, ja. Und ich finde das auch nicht okay. Vermisstenfälle sollten gezeigt werden, Vermisstenfälle. Jeder hat dieses Mädchen gesucht wahrscheinlich, anhand von diesem Foto und alles, was die Mutter da reingestellt hat. Und ihr beteiligt euch an einem eventuellen Verbrechen. Desto früher ein Mensch gefunden wird, desto kleiner ist die Gefahr, dass dem Menschen was passiert ist, ne? Und ihr durch die Sperrung dieses Videos schützt gewissentlich Täter, ja? Und genauso Herr Maas durch ihr Gesetz, sie unterstützen Täter, ja? Dass diese vermissten Videos gesperrt werden. Hier werden gezielt Täter unterstützt, ja. Und ich sagte ein ganz klares Nein dazu. Ich werde Facebook boykottieren. Also, ich werde meinen Account in Facebook löschen. Weil die Scheiße mache ich nicht mit. Ich werde auf VK gehen. Ist auf jeden Fall meinungsfreier als Facebook. Es ist eine riesige Sauerei, was sich wieder die Leute hier abhalten. Und ja, ich war regelrecht vom Kopf gestoßen, ne? Dass überall diese Suchkommentare rausgemacht wurden, also dieses komplette Video gesperrt wurde. Das bedeutet auch, dass Heiko Maas Gesetz dazu dient, verschwundene Kinder nicht zu finden, ja? Oder es handelt sich hier wirklich um einen Facebook-Skandal. Auf jeden Fall, es ist ein Skandal. Und wenn es von politischer Ebene kommt, ist es ja noch schlimmer, ne? Es wird halt verhindert, jemand Leben zu finden oder wohl auch dadurch. Weil, wenn das sämtliche Bürger sehen, das Bild, das Mädchen könnte ja von jemand gesehen werden, ja? Und dadurch befreit werden, aber die Chance wird genommen, indem Facebook diesen Beitrag halt sperrt nach dem Heiko Maas Gesetz, ja. Und es ist eine Riesenschweinerei, die ihresgleichen sucht. Und ich frage mich, was die sich überhaupt anmaßen. Wenn jemand vermisst wird, dann ist die Person zu suchen. Und dann ist es egal, wer diesen Beitrag teilt oder wie viele den teilen. Auf jeden Fall war dieser Beitrag bestimmt einige hundert Male geteilt worden.
Und bei allen Beteiligten wurde dieser Beitrag halt gelöscht, ne? Und das Schlimme ist sogar bei der Mutter selbst, ne? Also das geht absolut nicht klar, sowas. Das ist ein absolutes No-Go, ne? Ja, da hat man wieder Angst, dass irgendein Neubürger, sagen wir mal in Anführungsstrichen, irgendetwas getan hat und dass das dadurch auffliegt und deswegen wurde dieser Beitrag wahrscheinlich gesperrt. Ich weiß es nicht, nur so kann ich mir es erklären. Und ich finde es wirklich, ja, ich finde keine Worte dafür. Ja, und dieses Heiko-Maas-Gesetz ist eh eine Farce, ja. Also wir leben nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in einem SED-Staat, ja, schlimmer als die Stasi. Und ich weigere mich, diesem Staat, ja, in irgendwelcher Hinsicht in die Augen zu sehen, weil das kann ich nicht. Weil da müsste ich mich schämen, wenn ich diesem Staat wird in die Augen sehen, ja. Da hier wird gezielt ein SED-Staat etabliert, ein Überwachungsstaat und ja, freie Meinung zum Beispiel, das hier ist jetzt überhaupt nichts Radikales, wenn man so nimmt, ne? Wenn ein Mensch gesucht wird und derjenige, der da die Suche veranstaltet, kriegt wahrscheinlich noch eins auf den Deckel. Und ich finde es echt zum Kotzen, ne? Aber es war keine Hassrede darin, es war gar nichts darin, nur eine Mutter, die ihr junges Mädchen sucht, ne? Es ist absolut die Härte, was hier in Deutschland wieder abgeht. Und ich finde, man sollte sich auch deswegen an die Presse wenden. Ich werde mir auch eine Pressestelle suchen und diesen Skandal halt aufdecken. Es ist wirklich eine riesengroße Sauerei. Und an Facebook ganz klar an euch Daumen runter, ne? Also ihr seid ein verkommenes, verlogenes Netzwerk. So Leute, das war's wieder. Bis bald. Ciao.